Hallo Leute, willkommen im immer noch hier in diesem wilden Ritt. Warum mache ich hier die Busfunks? Willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot 2 von mit Tags. Ich heiz hier gerade so nur mit Bär und will hier gegen die Statue klatschen, weil ich habe mich voll in die verliebt. Ja, wir sind hier stehen geblieben natürlich und müssen jetzt hier dieses Level machen. Und wir fehlen gerade immer noch an der Stelle, wo wir am Eis die eine Kiste vergessen. Pola hat immer noch die schicke Boost-Funktion von dich. Oh. Ich weiß, wie ich die Kiste bekomme. Okay, versuchen wir es einfach mal. Ich habe so eine Idee jetzt. Was haben wir letzte Folge gemacht? Das habe ich noch nicht erwähnt. Letzte Folge haben wir hier dieses geheime Portal entdeckt. Einfach so zum Spaß. Wir haben nämlich eigentlich nicht großartig viel gemacht, weil... Okay, ich habe verschlafen. Man sieht nichts. Das ist so elendig gemein. Das ist nicht nett. Mir geht die Leben aus. Das ist nicht nett. Wie geil. Ich nehme Pola mit. Ich nehme ihn mit in den Himmel. Das ist geil. Darum mag ich Crash. Das ist einfach der Humor. Der Humor von Crash ist grandios. Okay. Nein. Oh, na. Ich konzentriere mich gerade nur auf die Stelle, wo es mit dem Eisschlittern kommt. Und jetzt fail ich hier. Oh, ein Leben. Oh. Wird das so wie bei dem einen Polaritz, dass ich auf dem letzten Leben es schaffe? Ich hoffe nicht. Okay, einfach auf der linken Seite. Aha. Auf der linken. Oh. Ich muss damit zum Speedritt gehen. Okay. Das fällt mir jetzt auch erst auf dem vorletzten Leben auf. Aber ich gehe davon aus, dass ich nur noch zwei Versuche habe. Das wird nicht auf viel mehr auslaufen. Okay, zack, zack, zack. Zack. Ja, genau so. Okay. Ah, Checkpoint, immerhin. Kommt es mir so vor, oder ist das schneller geworden? Es ist so gemein. Es ist einfach nur so gemein. Okay, Leute, ich mache hier kurz ein Päuschen, weil... Ah, man hat es schön gehört. Ich musste mich auch kurz an meiner Wasserflasche begnügen. Das schneide ich auch nicht raus, weil... Ich finde, es ist auch mal gut zu sehen, dass ich... Fuck. Auch nur ein Mensch bin, der keinerlei Skill besitzt. Letztes Leben, oder? Ja. Oh, das wird... Ah! Fail. Leute, ich präsentiere euch den Game Over Bildschirm. Das Spiel ist aus. Oh, Cortex, kranke Lache und er guckt noch. Macht er noch was? Ich habe das Gefühl, er macht noch was. Ja, das kann ich auch mit, übrigens. Noch mit, einmal Crash. Ja, der Game Over Bildschirm ist auch interessant. Ich erscheine hier. Crash! Du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir hast. Ja. Bisschen ungeplant gewesen. Eigentlich war ich ja noch in dem anderen Level und jetzt kam die Cutscene. Ja, bis sie war, ich gehe nochmal in das Warp Room Teil. Oder nicht? Ich habe ein Safe State gesetzt, aber. Ich lade den Safe State. Wir müssen dann halt einfach die Cutscene noch einmal gucken, weil ich habe nämlich hier den Safe State gesetzt am Anfang des Levels. Ich werde ab jetzt an jedem Checkpoint einsetzen, oder? Ja, ich guck mal. Ey, na mal schauen. Ich kenne ja jetzt das Level, also es sollte nicht so schwer ausfallen. Korrektur.
es wird schwer ausfallen, weil mir jegliche Kompetenz zur erfolgreichen Absolvierung dieses Unterhaltungsmediums fehlt. Ja, jetzt werden wir auch noch hypokratisch, weil ich keine Ahnung mehr habe, wovon ich selber mehr rede. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung, was ich hier zusammenspiele. Ich gehe die ganze Zeit nur baden. Oh. Irgendwie erfreut es mich gar nicht. Ich habe gerade übel viel Spaß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde das ganze Video setzen. Ich würde euch gerne noch den Boss zeigen von dem Level. Das Hohom. Oh Gott. Wo ist der? Da ist der Checkpoint. Gut. Zack. Ah, stimmt. Da muss ich ja wieder aufpassen. Okay. Das hätten wir. Hier. Okay. Und. Perfekt. Uah, das war knapp. Okay, jetzt nicht. Da ist Checkpoint. Jetzt bin ich durch. Okay. Leben. What the fuck? So hab ich's gern. Schön durch das Eis durchglitschen. Oh, erst neulich wollte ich jemandem zeigen, wie schön die Glitches hier in Crash Bandicoot sein können. Oh. Verdammt. Ich muss noch früh abspringen. Ich sag doch, das Level will. Oh, habe ich die Safe States vergessen. Aber das Level will mir es nicht einfach machen. Genau so etwas meine ich. So. Ich gucke erst gar nicht, ob das Safe State funktioniert hat. Ich will es nämlich gar nicht wissen. Wow. Okay, jetzt habe ich das Leben. Da war der Checkpoint. Gut. Wie viel kommt denn noch? Wow, wow. Wow, wow. Wow. Ach du Scheiße, das ist krank. Das ist gerade krank. Eine Kiste. Ich betone, eine Kiste habe ich gerade nicht erwischt. Und ich wette, dahinter wäre es zu Ende. Oh, ich bin gerade so sympathisch. Oh, ich habe es wieder vermasselt. Aber ich kann auch gerade gar nicht anders, als zu lachen. Über mein eigenes Fail. Sprungtaste? Ja, komm. So bin ich auch noch lange nicht mehr gestorben. An den Teil. Ich kann mich eigentlich nur nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so gestorben bin. Wow. Okay, wow. Und gleich wird's wieder krank. Zack, zack, zack. Beim ersten Mal habe ich es geschafft. Ist das nicht typisch? Eigentlich macht es keinen Sinn, sich zu beschweren. Alles, was schief läuft, ist nämlich sowieso nur meine eigene Schuld. Mir fehlen die Worte. Ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Also, ich heiße euch dann mal irgendwie ein bisschen langsam so zu. Herzlich willkommen zu Let's Play Yourself und gib selber deinen Senf dazu. Crash Bandicoot Teil, weil mir langsam irgendwie das Gerede fehlt. Ich kann nichts mehr sagen. Ich bin völlig. Wie sagt man das? Entsetzt über meine eigene Inkompetenz im Moment. Das ist unglaublich. So etwas hatte ich noch nie. Ja, genau so etwas meine ich. Und warum ging es da noch kurz runter? Nee, Leute, ich habe einfach nur Angst. Ihr müsst verstehen, dass ich hier jetzt ein Safe State gesetzt habe. Ich habe Angst. Was ist... Ja, ich mach's schlau. Wenn ich jetzt schon den Edelstein einsammle, bin ich sicher. Und ich will da wissen, was ist da noch? Wasser. Einfach nur Wasser. Nee, komm. Okay, ich habe ein Safe Set gesetzt, aber ich möchte noch kurz was gucken, bevor ich das Video hier noch beende. Und zwar, ich habe den Edelstein. Wenn ich jetzt alle Kisten einmache,
nochmal einsammle, bekomme ich noch einen Edelstein. Ich habe einen Glitch im Spiel entdeckt. Voraussetzung, ich komme natürlich wieder heil an. Mit vollem Leben. Wenn das nicht klappt, dann lasse ich's. Ich habe noch 3 Versuche. Es wäre echt nicht schlecht, wenn ich einen Glitch entdeckt hätte. Dann könnte ich das ganze LP in die Tonne stecken. Weil ich das dann irgendwie die ganze Zeit mache und dann, hoho, guck mal, ich habe 100% Story nichts mitbekommen, aber ich habe 100%. Das wäre doch genial. Würden wir uns alle darüber freuen. Ist ja auch Sinn des LPs. Hier das Spiel zu verarschen, nur damit ich hier so voll geil auf meine 100% bin. Naja, schauen wir. Spiel erfolgreich verarscht. Aber schön wär's gewesen. Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Gut, so. Weißer Bildschirm mal wieder. Ein Edelstein, gut. Edelstein Dance kommt, aber das verzichten wir auch. Ich habe gerade die Cutscene einfach mal übersprungen. Weil wir die vorhin schon gesehen haben. Ich habe ja vorhin ein Safe State geladen, falls das nicht. Oh, wie süß. Oh, ist das nicht süß? Und das ist das perfekte Gegensatz dazu. Ich meine, das perfekte Gegensatzbild dazu. Naja, jedenfalls weiß ich nicht, warum ich in diesem Level, in Unbearable nicht den Edelstein bekommen habe. Ich weiß nicht, wo ich die Kisten vergessen habe. Keine Ahnung. Jedenfalls war's das mit dieser Folge. Kein Speicherbildschirm, bitte. Ich bin gerade auch ein bisschen ruhig. Ich bin so die Ruhe selber. Mit dieser Ruhe werde ich mich auch verabschieden. Weil im nächsten Level, im nächsten Video werden wir den Boss besichtigen. Nein, wir wollen nach oben. Zack, wieder nach oben. Gut. Ja, das war's mit dieser Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Mein Name ist Tex. Freut mich, immer noch patentiert von mir. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten. Wir hören uns im nächsten Video. Auf Wiederhören. Und verzeiht mir, dass ich gegen Ende so komisch spreche. Ich weiß es selber nicht.